Ja, jetzt reden wir mal mit Frau Schinkowski, eine langjährige Mieterin hier im Komplex Sonnenstraße, Echternstraße. Und Frau Schinkowski, wie hat sich das für Sie hier entwickelt, nachdem Sie hier langjährig Mieterin waren? Die ersten 10 Jahre war es sehr schön hier. Aber dann fing es an zu schludern. Früher waren noch Kinder auf dem Hof, die gespielt haben, wo ich mich drüber gefreut habe. Es war schön hier zu wohnen. Es war Grünfläche, es war gute Nachbarn, es war einfach schön. Die Generalsanierung, die bereits ja seit über 10 Jahren angekündigt wurde, ist jetzt ja noch mal wieder neu angekündigt. Glauben Sie daran, dass es jetzt wirklich losgeht? Also ich glaube jetzt schon, weil der Vermieter, der war vorher drinne war, der ist ja jetzt für dieses Objekt nicht mehr zuständig. Das macht ja jetzt sein Neffe. Und das ist ein ganz netter, lieber Mensch. Mit dem kann man sich unterhalten. Mit dem Vorgänger konnte man sich gar nicht unterhalten. Keine Zeit, keine Zeit. Wo sollte man denn hingehen? An wen sollte man sich wenden? Es war ja kein Ansprechpartner für uns da. Ich finde es ganz schön unverantwortlich, dass es halt in Braunschweig, in der Stadt, wo wir ja auch jedes Mal wieder gerade im Winter feststellen, dass wir neue Studierende kommen und auch andere Menschen, die sich nicht teuren Wohnraum leisten können, dass man dann gleichzeitig versucht, Wohnraum eben zu entmieten und ganze Gebäudekomplexe, wo viele hunderte Menschen leben könnten, einfach leer stehen zu lassen, um damit zu spekulieren oder es einfach verfallen zu lassen. Ich finde, in einer Stadt wie Braunschweig ist es gerade die Möglichkeit, dass wir dafür sorgen können, dass alle Menschen auch stadtnah wohnen können, obwohl sie vielleicht weniger Geld zur Verfügung haben als andere. Und deswegen muss man da ganz klar ein Zeichen setzen und sagen, wir wollen nicht, dass sowas hier passiert. Wir wollen, dass der Wohnraum den Leuten gehört, die hier auch wohnen und dass die Stadt allen gehört. Es kann nicht sein, dass Auszubildende heutzutage wochenlang Wohnungen suchen, während Wohnungen, die vorhanden sind, leer stehen und sich selbst überlassen werden. Das muss sich definitiv ändern. Es ist völlig inakzeptabel, dass so ein großer Gebäudekomplex über so lange Zeit leer steht, mitten in Braunschweig, in der Nähe der Innenstadt, in bester Lage, und dass der Vermieter überhaupt nichts macht. Offenkundig ist hier schon seit vielen Jahren nichts mehr passiert. Wahrscheinlich, wir können nur spekulieren, wurden die meisten Mieter vergrault, indem keine Sanierung mehr stattgefunden hat. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Stadt tätig wird und solche Machenschaften unterbindet. Die Braunschweiger Sonnenstraße ist ein Paradebeispiel dafür, warum das Recht auf Wohnen ins Grundrecht muss und warum wir in Deutschland viel ernsthafter über Enteignung nachdenken müssen. Ich wünsche mir für uns hier in Braunschweig weniger Wohnungsleerstand. Es wäre toll, wenn Menschen mit kleineren Einkünften auch weiterhin die Möglichkeit erhalten, hier in der Innenstadt weiter wohnen zu können, weil die Kultur, die aus dieser Ecke kommt, halt wertvoll für uns alle ist. Wer als Eigentümer über Jahre dringend benötigten Wohnraum verfallen lässt, aus Spekulationsgründen, um Gewinne einzufahren, sollte auf jeden Fall mit Sanktionen belegt werden. Also im Grundgesetz steht, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich der Allgemeinheit dienen. Das ist hier mit jahrelangen Leerständen auf jeden Fall verletzt worden. Und wie ich heute bei der Aktion hier feststellen konnte, haben die Anwohner das sehr begrüßt, dass hier endlich Druck gemacht wird, dass sich das ändert und die Wohnungen saniert werden und wieder all der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Das finde ich ein gutes Zeichen. In Braunschweig suchen immer mehr Menschen eine bezahlbare Wohnung. Von daher ist es für uns überhaupt nicht zu akzeptieren, dass ganze Wohnblöcke leer stehen, die Wohnungen nicht renoviert werden. Wir fordern daher, den Leerstand beenden und die Wohnungen so zu renovieren, dass sie zu vernünftigen Preisen vermietet werden.